Das Märchen vom übersichtlichen Rentenbescheid. Es war einmal eine gute Idee. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Im Frühjahr 2018 kündigte die Deutsche Rentenversicherung an, dass es neue Rentenbescheide gibt. Das heißt also, die alten Rentenbescheide, die es zuvor gab, wurden abgeändert. Die neuen Rentenbescheide bestehen halt nicht mehr aus 20 oder 25 Seiten, sondern nur noch aus 12 bis 14 Seiten. Und angeblich wurde alles verbessert und die Erklärungen sind eindeutiger. Und so ist die Deutsche Rentenversicherung herangetreten und hat hier diese ganze Geschichte so veröffentlicht. In unserer Rentenberatungspraxis stellt sich die Sache aber ganz anders dar. Unsere Kunden bekommen die Rentenbescheide und kommen zu uns und erklären uns, dass sie das gar nicht verstehen, was da drin steht. Vielleicht auf der Seite 1 des Rentenbescheides vielleicht noch nachvollziehbar ist, um was es sich für eine Altersrente handelt und wie hoch der Auszahlungsbetrag ist. Aber dann hört es schon auf. Es gibt die Hauptkritikpunkt, auch was wir jetzt letzten Endes so gesehen haben, ist ganz klar für uns, es gibt keine klare Gliederung der Rentenbescheide mehr. Es ist eine unübersichtliche Angabe der Seitenanzahlen. Die wird durchbrochen durch die Einführung von Anlagen, die wiederum selbst auch nicht beziffert sind. Früher hatten wir mal bezifferte Anlagen zum Rentenbescheid. Das ist alles weggefallen. Es ist also ein heilloses Chaos und Durcheinander. Die Anlagen selbst, hatte ich gerade gesagt, sind selber nicht mehr beziffert. Das heißt also, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt dem Kunden sage, gucken Sie doch bitte mal in die Anlage Versicherungsverlauf rein, da kann das sein, der findet das gar nicht, weil er zum Beispiel auch bei der gleichbleibenden Überschriftshöhe, was sich ja durch den gesamten Bescheid durchzieht, gar nicht erkennen kann, dass es sich hierbei um eine gesonderte Anlage handelt. Und ein ganz großer Kritikpunkt von uns ist auch, dass die Berechnung der Entgeltpunkte fehlt. Das heißt, im Rentenbescheid sind die Entgeltpunkte zwar ausgewiesen für die Rente, aber die Berechnung, wie die Entgeltpunkte sich herleiten aus der gesetzlichen Rente, fehlt. Und der Hintergrund, warum die gesetzliche Rentenversicherung das getan hat, das hat mich also sozusagen sehr zum Schmunzeln gebracht. Die deutsche Rentenversicherung wollte verhindern, dass Rentenberater und Rechtsanwälte immer gegen Rentenbescheide in Widerspruch gehen. Nein, meine Herrschaften von der deutschen Rentenversicherung, die Zahl der Widersprüche bei uns gegen Ihre Rentenbescheide ist nicht weniger geworden, sondern sogar eher mehr. Denn wir müssen Widerspruch einlegen gegen Ihre Rentenbescheide, weil ja auch die Rentenberechnungen fehlen. So, ansonsten schaffen wir es nämlich mit der Frist für den Widerruf oder für den Einspruch gegen den Rentenbescheid nicht. Unser Tipp wäre zur Verbesserung, wir wollen ja nicht nur kritisieren, führen Sie doch einfach, liebe Rentenversicherung, führen Sie doch einfach wieder eine klare Gliederung ein. Machen Sie große Überschriften. Führen Sie bitte eine nummerierte Anlagenbezifferung ein, dass der Kunde, das ist ja Ihr Adressat, Ihr Versicherter, dass der versteht, wo steht denn was, dass er dann auch einen Überblick hat und sieht, aha, in der Anlage 1 oder in der Anlage 6 steht das und das geschrieben und nicht so, wie es jetzt ist. Das ist also sozusagen eindeutig für uns und auch für Ihre Kunden eine Verschlimmbesserung. Es bleibt also beim Märchen vom übersichtlichen Rentenbescheid. Näheres zum Thema Rentenbescheid und Rentenbescheidsprüfung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.